Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Es ist mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Wieder mal eine Special Edition. Ich versuche meine Aufgebraucht-Reihe oft in so Special Editions zu packen. Mit so bestimmten Thematiken. Und hier habe ich jetzt ganz viele Produkte vor mir. Heute haben wir nämlich die Special Edition. Okay, Digga, das war jetzt dreimal zu viel Special Edition. Wir haben jetzt ganz viele Produkte vor mir. Alles sind Empfehlungen für von DM. Okay, 5 Sätze. Deutsch ist nicht da. Aber dafür die Empfehlung. Es sind alles Produkte, auf die ich vertraue. Es sind alles Produkte, die ich mega bei DM empfehlen kann. Und ihr werdet alle Produkte in der Infobox finden. Dort sind sie verlinkt. So erspare ich euch dann das große Rumgesuche und großes Tamtam. Make-up-Produkte, Haare, Pflege. Es ist alles Mögliche dabei. Und dann würde ich einfach sagen, lasst uns anfangen mit der DM-Special-Version mit lauter DM-Empfehlungen von mir. Als erstes haben wir hier von Balea Wasser Spray Aqua Fixing, auch zur Fixing Spray geeignet. Eigentlich ist das so ein Spray, das sprühst du so drauf, wenn dir zu heiß ist, wenn du eine Erfrischung brauchst. Aber ich habe es mal als Make-up Fixing Spray getestet, denn dort steht, es dient auch zur Make-up Fixierung. Ich habe das schon mal gezeigt, da schrieb irgendwie eine Followerin, ja, das ist ja einfach nur Wasser, dafür zahlt man Geld, bla. Kann sein, aber es hat einen extrem feinen Sprühstoß. Du kannst dir auch Wasser ins Gesicht knallen, hat vielleicht nicht denselben Effekt, dann zahlst du halt dafür Wasser. Es ist hammer heftig als Make-up-Fixing-Spray, aber nicht damit dein Make-up lange fixiert ist und hält, sondern es sorgt dafür, dass dein Make-up richtig schön miteinander verschmilzt. Normalerweise ist mein Favorit für Make-up, damit es miteinander verschmilzt, von MAC das Fix Plus Fixing Spray. Ihr seht, ich habe hammer viele davon. Aber dieses Balea-Zeug ist fast genauso gut wie das von MAC. Es ist wirklich wahnsinnig toll. Ich werde mir das demnächst auch auf Vorrat holen, weil das so gut ist im Preis-Leistungs-Verhältnis. Digga, MAC kostet über 20 Euro. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das kostet, aber auf jeden Fall unter 3 Euro so irgendwie. Also hammer toll. Es sorgt dafür, dass dein Make-up wunderschön miteinander verschmilzt und ich kann es mega empfehlen. Dann haben wir hier dieses Produkt von Balea. Beautyöl, Multitalent für seidig glatte, schöne Haut, pflegt Narben, Dehnungsstreifen. Kann ich nicht beurteilen mit Dehnungsstreifen und Narben. Ich habe zwar welche, aber ob das jetzt da so toll ist, keine Ahnung. Das ist ein richtig tolles Produkt zur Hautpflege. Es ist hammer toll, Digis. Es ist so ein schönes Öl. Deine Haut ist danach so weich. Was mich immer so ein bisschen an Öl stört, ist, dass es da lange dauert, bis es einzieht. Ich ziehe dann meistens, wenn ich mich eingecremt habe oder Öl raufgetan habe, einen alten Pyjama an und dann irgendwann eine normale Hose, weil sonst hast du Ölflecken an der Hose. Aber dieses Balea-Zeug dauert halt auch, bis es einzieht, aber du hast eine unendlich schöne, gut riechende, sehr weiche Haut danach. Das fand ich richtig toll, weil ihr wisst, ich kämpfe auch viel mit trockener Haut im Gesicht, am Körper und da war das von Balea richtig top. Dann habe ich hier das Produkt, das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, aber vielleicht kennen manche es noch nicht, von Balea dieses Golden Moon Parfum Deo. Das riecht fast genauso wie von Terry Mugler Alien das Parfum. Ich hatte auch von dem Terry Mugler Alien mal das teure Deo-Ding. Und Digga, da ist kaum Unterschied. Also ich finde, das ist sehr krass, wie das Parfum riecht. Das ist auch sehr bekannt im Internet als Dupe. Digga, es kostet unter 1 Euro. Es ist nicht das beste Deo, wenn du stinkig bist und es rauf tust oder damit du Stinken vermeidest. Aber es hilft, dass du gut riechst und ein paar Stunden überbrücken kannst. Du kannst auch, Digga, auf deine Kleidung ein bisschen machen. Riechst du fresh. Ich liebe das. Ich habe das auch auf Vorrat hier und kann das auch mega empfehlen. Dann habe ich hier von Hask Arganöl from Marokko, keine Ahnung. 5-in-1 Leave-In Spray. Das ist ein sehr gutes Haarpflege-Spray. Ich benutze am liebsten als Haarpflege solche Sprays, anstatt so Öl und dies und das. Ich habe auch Öl und anderen Kram und Leave-In-Kur und sowas, aber ich finde solche Sprays am besten. Das hier hat mir sehr gut gefallen. Meine Haare haben relativ gut geduftet danach. Sie waren weich, sie waren schön gepflegt. So, selbst wenn es nur so ein oberflächliches Pflegeding da ist, da kann man jetzt drüber diskutieren. Der eine findet es so, der andere so. Fand ich, dass es ein sehr gutes Pflegeprodukt ist. Hier steht auch, repariert bisschen, kontrolliert Friss, gibt Feuchtigkeit, sorgt für Glanz und das ist auf jeden Fall ein tolles Produkt, so als Zwischendurchpflege für die Haare. Dann habe ich hier von Balea diese Creme-Dusche. Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Es ist eine schöne Duschcreme. Digga, ich sag doch nicht immer Duschcreme, ich sag Duschgel, ne? Ja, hier steht ja Duschcreme. Du riechst danach gut, es ist sehr... Lass mal nochmal riechen. Ja, das ist ein sehr fruchtiger Geruch, Digi. Du riechst so ein bisschen süß, aber auch leicht sexy. Wenn du ein günstiges, gutes Duschgel suchst, check das ab. Für die Haare habe ich dann hier von Langhaarmädchen Hitzeschutzspray Glanz und Glätte. Das Hitzeschutzspray hat mir sehr gut gefallen. Du trägst es auf, du kannst super schön glätten danach. Deine Haare sind sehr weich, sie haben einen schönen Glanz. Du musst es auf jeden Fall vorher schütteln, das ist wichtig. Aber ich habe schon viele Drogerie-Hitzeschutzsachen getestet und das hat mir bisher richtig gut gefallen von Langhaarmädchen. Ich habe noch ein
ein Produkt von denen. Langhaar-Mädchen wurde mir nämlich von meinen Followern empfohlen, deswegen dachte ich, okay, testest du mal, ne, und guckst. Diese Haarkur, Haarmaske Pretty Brown Marula Nussöl und Vanille von Langhaar-Mädchen. Das war auch eine sehr, sehr angenehme Haarmaske, die ich drauf hatte. Eine sehr schöne Haarkur. Sie war schön ergiebig. Du konntest sie gut in deine Haare einarbeiten. Du hattest danach ein schönes Pflegegefühl für deine Haare. Digga, manchmal trägst du eine Kur auf, danach sind deine Haare wie scheiße. Oder wie vorher. Ja, toll. Wofür mache ich dein Beauty-Programm? Hier war das nicht so. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen und die werde ich mir auch wiederholen. Ich werde mir alles, was ich euch hier gezeigt habe, nochmal kaufen. Dann zwei weitere Haarkuren. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch online finden werde. Sind auch von diesem Macadamia-Öl diese kleinen Haarkuren. Hier steht so, spendet Feuchtigkeit, dies, das. Und ich muss sagen, ich dachte mir, als ich das erste Mal das gekauft habe, so ein kleines Ding für ein paar Euro. Bro, eine Packung reicht nicht. Ich habe dicke Haare, sie gehen bis hier und, das wird nicht reichen. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich bin sogar jemand, der gerne viel raufklatscht, also mehr ist mehr mäßig. Und so eine Packung reicht. Und es ist eine richtig tolle Haarpflege, eine hammerschöne Kur. So, ich kann beide sehr, sehr empfehlen und feiere das richtig und werde auch weitere Produkte testen von diesem Macadamiaöl, Kokosnuss, Haarsparding. Die Haarkuren haben mir richtig, richtig gut gefallen. Ein All-Time-Favorit, aber es gibt halt Leute, die gucken meine Videos zum ersten Mal und ich hatte euch mal gefragt, ihr sagtet ja, zeig uns auch gerne Produkte öfter, wenn sie leer sind. Maybelline Superstay 24 Color Liquid Lipstick. Das hier sind die Farben 515 und 540. Zwei sehr knallige, heftige Rottöne. Maybelline ist für mich der beste Liquid Lipstick von allen. Hier seht ihr da meine Maybelline-Sammlung. Der größte Teil meiner Follower, der es getestet hat, war zufrieden mit den Maybelline Liquid Lipsticks. Bei manchen hat es nicht funktioniert. Das fand ich sehr, sehr schade. Ich hatte auch schon Follower, die haben es benutzt und meinten, voll scheiße, man kann dir nicht vertrauen. Habe ich gefragt, so, Digga, wie hast du es denn benutzt? Ja, ich habe meine Lippen vorher nicht gepeelt oder ich habe erst diesen Pflegebalsam raufgetan und dann den Lippenstift. Ich so, ja, okay, das liegt dann aber nicht am Produkt, sondern das liegt an deiner Anwendung, so weißt du. Peelst deine Lippen, machst sie kurz sauber, trocken, nimmst die Farbe, lässt sie trocknen und dann nimmst du den Lipbalm. Und dann klappt es wirklich bei den meisten. Es kann aber auch mal passieren, dass du ein Montagsprodukt hast. Das ist mir auch schon passiert, wo das Produkt einfach ein Montagsprodukt ist. Ich hatte sogar das Glück, ich konnte zu DM gehen und sagen, ey, ich glaube, ich habe ein Montagsprodukt. Es klappt leider gar nicht. Kann ich denselben bitte nochmal in einer anderen Farbe haben? Ich habe ihn nur einmal getestet und es hat geklappt. Ich schwöre auf Maybelline, von allen Liquid Lipsticks, die ich habe, die ich hier getestet habe, sind das für mich die besten. Dann habe ich hier auch für die Haare so ein Moisturizing Shine Hair Öl, auch von Haarsk, Macadamia Öl. Tolles Haaröl, deine Haare glänzen, sie sind leicht danach. Es ist nicht klebrig, fettig, kacke, sondern einfach ein angenehmes, chilliges Haaröl. Und so eine kleine Packung, Digga, reicht echt lange aus. Dann habe ich hier von einer Followerin eine Empfehlung, das hat sie mir vor Jahren schon geschrieben, benutze ich regelmäßig immer nach dem Schminken für meine Augen-Make-up-Pinsel, nicht für andere, aber für meine Augen-Make-up-Pinsel und Highlighter-Pinsel, Ebelin Pinselreiniger. Nimmst du, sprühst du auf deinen Pinsel, wischt mit dem Pinsel auf den Zeber rum, machst nochmal auf deinen Pinsel, wischt rum, Pinsel sauber. Super toller Pinselreiniger, habe ich auch immer auf Vorrat hier, benutze ich sehr, sehr gerne, ist für mich super im Preis-Leistungs-Verhältnis, um Pinsel zu reinigen, die du mit Puderprodukten benutzt hast. Für Contouring und Rouge-Pinsel und so nehme ich das nicht, weil da habe ich sehr, sehr große Pinsel, aber für alles, was mit Augen-Make-up zu tun hat, reinige ich sie immer direkt nach dem Video oder nach dem Schminken mit dem Pinselreiniger. Dann der für mich beste Primer, den ich je in der Drogerie gekauft habe. Besser als viele High-End-Primer. Der 10 Sensational Primer von Catrice. Der passt zu den meisten Hautarten. Er sorgt dafür, dass du einen minimalen Glow hast, der rosig ist, so dass du frischer aussiehst, dass du wacher aussiehst. Er sorgt dafür, dass dein Make-up länger hält. Er kann mit eigentlich allen Foundations von mir um. So, dass der auch nochmal so ein Ding, passt dein Primer und passt deine Foundation, tut er. Und für mich ist dieser Primer ein heiliger Gral aus der Drogerie. Empfehlung meines Lebens. Also der ist so heftig, den kann ich zu 100% empfehlen. Den benutze ich auch immer, immer wieder. Und ich habe noch nie so einen guten aus der Drogerie getestet. Wirklich. Dann habe ich hier für trockene Haut von Balea die Urea Nachtcreme. Davon gibt es auch eine Tagescreme und eine Augencreme. Alles aus dieser Balea Urea Reihe. Auch eine Fußcreme. Kann ich empfehlen. Feiere ich übertrieben bei trockener Haut. Preis-Leistungs-Verhältnis Hammer. Wenn ihr trockene Haut habt, ist das ein super Produkt. Diese Augencreme, Tagescreme, Fußcreme. Mega Empfehlung. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das eine Followerin empfohlen hat. Ich glaube, ich habe es selber getestet. Aber ich kaufe es mir auch immer wieder nach, weil das ein Top-Gesichtsprodukt ist für deine Haut. Eine sehr gute Seife, die ich mir auch immer wieder nachkaufe, ist von Balea die Cremeseife Milch und Honig. Es ist nicht die Seife meines Lebens, aber es ist eine sehr, sehr gute Seife. Ich träume davon, eine Seife zu benutzen, meine Hände zu waschen und danach sind sie seidig zart. Weil auch hier habe ich sehr trockene Hände und ich benutze nicht so oft Handcreme. Ich kann es mir irgendwie nicht angewöhnen, es regelmäßig zu tun. Aber das ist eine sehr, sehr gute Seife im Preis-Leistungs-Verhältnis. Fülle ich immer wieder auf und nach und kann ich auch empfehlen. Mit Seife geht es weiter. Das hat mir eine Followerin, glaube ich, in einem Zuschauerpaket geschickt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Auch von Balea. Balea hat hammerkrasse Produkte, Digga. Handseife Pure. Eine sehr, sehr gut riechende
eine Seife, du wäschst deine Hände damit, es ist angenehm. Manchmal benutzt du Seife und deine Hände sind danach so trocken und spröde, das mag ich gar nicht. Hier war das nicht so, das ist auch eine schicke Seife vom Design und fand ich auch sehr, sehr cool und chillig. Und manchmal kaufe ich auch gerne so eine Packung, statt immer nachzufüllen. Meistens fülle ich nach, aber ich teste halt auch gerne rum und da super Produkt. Dann habe ich hier von Ebelin so kleine Rasierer. Ich benutze sie manchmal, wenn es ganz schnell gehen muss, bei meinen Augenbrauen. Müsst ihr gucken, ob ihr das macht. Bedenkt immer, wenn ihr irgendwie das im Gesicht benutzt oder irgendwo, sieht es optisch, wenn es nachwächst, aus, als wären eure Haare dicker und dunkler. Also je nachdem. Ich weiß nicht, ob es nur so aussieht oder ob es wirklich so ist. Auf jeden Fall müsst ihr gucken, ob ihr das macht. Meine Augenbrauen sind so verkackt irgendwie. Deswegen benutze ich das immer mal wieder gerne, wenn es ganz schnell gehen muss und so. Benutze ich das hier zwischen oder hier oben, unten. Man soll eigentlich, wenn ihr es noch nie getan habt, nicht oben die Augenbrauen zupfen, sondern nur unten. Ich habe es halt vor Jahren schon getan, deswegen juckt jetzt auch nicht so. Aber falls ihr so einen kleinen, schnellen Rasierer sucht für irgendwelche Stellen, kann ich euch diese Dinger von Ebelin empfehlen. Dann ein solides, stabiles Rasiergel, auch von Balea, für empfindliche Haut. War sehr gut, war angenehm damit zu rasieren. Ist sehr, sehr ergiebig, so eine große Packung. Riecht nicht nach Tattoo und Tatar und nach Einhörnern. Es gibt so Rasiergel, das riecht nach Zuckerwatte und nach dies. Nein, Mann, ich will kein großes Tamtam. Gib mir einen süßen, leicht sexy Duft. Ich bin zufrieden, rasiere meine Beine und alles andere und gut ist. Dann Baby Love von DM Sensitive Feuchttücher. Ich habe schon viele Feuchttücher auf der Toilette getestet. Es gibt welche, die sind so trocken, die sind hammerkacke, um Feuchttücher dafür zu benutzen, wofür du sie benutzt. Ganz viele komische, richtig, richtig gute Feuchttücher für euren Klogang sind wirklich diese Baby Love Sensitive Feuchttücher. Damit flutscht es, damit ist euer Po sauber. Gehst nochmal ins Waschbecken, machst du doppelt sauber, Problem ist erledigt. Aber es sind sehr gute Feuchttücher. Ich habe schon ganz komische getestet, die auch schnell austrocknen und bla. Und das ist immer hammer nervig. Baby Love weiß, was sie tun. Dann habe ich hier von Ebelin Nagellackentferner, so ein Express-Ding, benutze ich auch schon seit Jahren, hat da so ein Loch drin, packst du deinen Finger rein, drehst du um, egal was du für einen harten, komplizierten Nagellack drauf hast, Glitzernagellack, 20 Schichten, hiermit kriegst du es entfernt, ich mache das immer über jeden Nagel und dann gehe ich nochmal kurz mit Nagellack über jeden ganz schnell drüber für die Außenkanten und was weiß ich, ist ein sehr, sehr gutes Produkt, um Nagellack zu entfernen, schnell, chillig, musst du immer wieder mal auswechseln, so, ne, weil sonst sammeln sich Bakterien da an, aber ansonsten hammergut. Dann haben wir hier von Ebelin so Maxi-Pads. Das sind sehr schöne, große Wattepads. Die benutze ich sehr, sehr gerne. Ich glaube sogar fast jeden Tag, um Gesichtstonic aufzutragen. Das finde ich einfach viel, viel besser als so kleine Wattepads. Die von Ebelin sind richtig gut. Hier steht auch weich und fusselfrei und das ist wirklich so. Manchmal benutzt du so Wattepads und die sind am Fusseln und dann hast du überall so Fusselkram im Gesicht und das ist einfach super unangenehm. Das ist hier nicht der Fall und die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Dann haben wir hier einen Reinigungsschaum von Balea. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ihr wisst, dass ich von Hello Buddy, mit denen arbeite ich zusammen, immer den Reinigungsschaum benutze. Die beiden waren sich in der Konsistenz sehr ähnlich. Ich bevorzuge aber Hello Buddy, weil ich Hello Buddy einfach vom Duft mehr bevorzuge. Bei diesem Reinigungsschaum, das ist der zweite, den ich bisher getestet habe, der erste war immer von Hello Buddy, ist mir aber aufgefallen, dass er auch sehr angenehm ist mit einem Avocado- und Honigduft. Der ist hammer ergiebig. Ich habe Monate gebraucht, bis der leer war. Ich nehme immer so ein, zwei Pumpstöße und hier steht auch so milde Reinigung, dies, das. Ist auf jeden Fall sehr entspannt und falls ihr einen milden Reinigungsschaum sucht, könnt ihr den ja auch gerne mal testen. Dann haben wir hier von Balea ein Rasieröl. Liebe dieses Rasieröl, hammer, hammer doll. Ich dusche, dann seife ich mich ein, wasche das ab, dann bin ich überall nass. Nehme das Rasieröl, massiere es auf die Haut ein und rasiere dann. Wichtig ist, damit ihr keinen Rasurbrand bekommt, dass ihr euren Rasierer immer wieder abspült. Ich habe auch schon andere Rasieröls getestet. Es gab mal eins von Lidl, das finde ich leider nirgendwo mehr. Dann gab es noch so hammer teure von DM, die waren richtig schlecht. Also meine Haut ist extrem weich, nachdem ich so ein Rasieröl benutzt habe und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass meine Haare langsamer nachwachsen. Und das finde ich super, super angenehm im Vergleich zu Rasiergel oder Rasierschaum. Rasiert man natürlich länger, wenn man ein Rasieröl benutzt, aber es dauert länger, bis sie nachwachsen, als wenn ich ein anderes benutze oder bis sie erscheinen. Ich weiß es nicht. Und deswegen, ich kann das von Balea sehr, sehr empfehlen. Ich habe auch schon andere Marken getestet, aber mir fällt jetzt keins ein, was so gut ist wie das von Balea. Als letztes haben wir von BB diese pflegenden Reinigungstücher. Die kann ich auch empfehlen. Die benutze ich auch immer wieder in Make-up-Videos, um hier mir einen Rand zu machen. Manche benutzen Tesafilm. Ich benutze einfach gerne diese Reinigungstücher. Ich benutze sie gerne, um meinen Hals zu reinigen. Das habe ich euch mal auch in Videos erzählt. Manche Frauen haben eine top gepflegte Haut, dies, das, aber einen dreckigen Hals, dreckige Ohren. Das sind so Kleinigkeiten, die Pflege ausmachen, finde ich. Und ich benutze auch gerne diese Reinigungstücher am Hals oder an irgendwelchen Stellen und sowas und mag sie sehr gerne. Sie sind wohl auch als Abschminktücher geeignet. Ich persönlich finde nicht, dass es reicht, sich nur mit so einem Tuch abzuschminken. Ich finde, dass so ein Tuch, wenn du dich abschminkst, die Haut auch sehr reizt. Deswegen benutze ich das eher so an anderen Stellen und fürs Abschminken benutze ich andere Produkte, aber da kann ich das von BB auch
für andere Stellen empfehlen. So viel dazu, Digis. Das waren jetzt alles DM-Empfehlungen von mir aus verschiedensten Bereichen, die ich feiere, die ich empfehlen kann. Schreibt mir doch gerne Ideen hin für weitere aufgebraucht Special Edition Ideen. Schreibt mir gerne, falls ihr Erfahrungen mit diesen Produkten habt, wie eure Erfahrungen sind. Da interessiert mich auch immer der Austausch. Falls ihr sie aufgrund des Videos kauft, schreibt mir auch gerne, wie eure Erfahrungen sind. Auch wenn es ein paar Monate danach ist, Digi, egal. In diesem Sinne, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben bei diesem Video freuen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht mal auf korrekt. Viermal die Woche kommen neue Videos, montags, mittwochs, freitags, sonntags um 18 Uhr. Ansonsten freue ich mich sehr auf eure Kommentare und ich bin gespannt auf eure Kommentare und sage Tschüss, Simme, Küsschen und auf Wiedersehen.